Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shop-Review hier auf meinem Kanal. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like, da würde mich auf jeden Fall extrem unterstützen. Und zurzeit kommen irgendwie kaum neue Leute hier auf den Kanal und hauptsächlich gehen nur Abonnenten verloren. Und ich frage mich also teilweise ein bisschen, warum es dazu kommt. Und da würde ich gerne euer Feedback erwarten. Und ich hoffe, dass ihr da irgendetwas reinschreibt, was ich vielleicht an meinem Kanal verbessern soll, ob es bessere Thumbnails sind, ob es irgendwie besser gecuttet werden soll, mehr Memes in den Videos, whatever, schreibt es gerne in die Kommentare, auch detailliert, würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir switchen dann rüber in den Item Shop und gucken, was dort so alles neu ist. Okay, wir haben mal wieder die Dino Skins drin, den Rex Skin. Ist ein älterer Skin, sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus, allerdings ist natürlich auch 2000 V-Bucks. Den Dino Kommando Skin mag ich ein bisschen lieber, weil ich ein Fan von Rot bin und auch hinten das Backpack extrem cool aussieht. Natürlich hat das auch noch eine Spitzhacke, nämlich kräftiger Biss. Ja, sieht auf jeden Fall ganz nice aus und auch noch ein Gleiter, Petro T, wie auch immer man es aussprechen muss, Pterodactylus oder so, sieht auf jeden Fall cool aus, sehr spezieller Gleiter, eben halt mit dem Dino sieht das sehr, sehr cool aus. Haben wir Beef Boss Skin, mag ich nicht, so sieht ein bisschen wieder zu dumm aus und wäre nicht so mein Lieblingsskin. Aber Bretlingsklatsche ist auf jeden Fall eine coole Spitzhacke. Sieht nice aus. Und dann haben wir natürlich passend auch noch die fliegende Untertasse. Die macht manchmal beim Fliegen ein bisschen komische Geräusche, deshalb hätte ich eher davon abgeraten. Haben wir den Tomatenkopfskin, der natürlich auch noch einen freischaltbaren Stil hat. Dann sieht er nämlich, warte kurz, ich muss ihn finden, so aus. Ist ein cooler Skin, feiere ich. Ist auch der erste, der überhaupt so eine freischaltbare Variante hatte. Als Shop-Skin. Dazu gibt es natürlich den Extra-Käse-Gleiter. Ich finde, der sieht ein bisschen ekelhaft aus. Bei der Axteroni genau das gleiche. Da haben wir eine neue Lackierung, rote Schuppen. Sieht auf jeden Fall extrem nice aus. Sehr coole Tarnung hier, weil alles so schön rot ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Lohnt sich definitiv zu kaufen. Und dann haben wir auch noch die Dino-Lackierung, die auch sehr, sehr cool aussieht. Eben halt ziemlich ähnlich wie die rote Lackierung, nur dass sie in grün ist. Und dann haben wir den Lama Kadabra Emote. Ist ein cooler Emote, wobei die Musik etwas lauter hätte sein können. Sieht trotzdem ganz cool aus. Und 800 V-Bucks lohnt sich dafür auch. Haben wir gut geölt. Beat ist ein bisschen schrill und die Moves sind dagegen sehr, sehr cool. 500 V-Bucks gehen dafür vollkommen klar. Man auch sieht, wie lang der Emote ist, lohnt sich das auf jeden Fall. Aber den Dynamo-Skin ist auch ein cooler Skin. Sieht nice aus, 1200 V-Bucks gehen dafür klar. Und dann haben wir noch die rote Verteidigerin. Cooler Skin. Hat auch verschiedene Stile. Einmal mit Weihnachtsmütze und einmal ohne Weihnachtsmütze. 800 V-Bucks für zwei oder ein Skin mit zwei verschiedenen Stilen. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man gut kaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber in den Rette die Welt Modus. Gucken, was dort heute für ein Lama drin ist. Der Rest ändert sich ja nicht. Außer am Donnerstag. Sollte mittlerweile auch jeder wissen. Wir haben liegen das Trollschatz Lava, lohnt sich nicht. Es sei denn, ihr wollt noch diese Waffen haben. Ich denke mal, die meisten haben es, aber Beute- und Gegenstandsjob hat sich nichts geändert. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao.